Hallo, liebe Zuseher. Wir haben auf unserer Website pcgh.de die Benchmarks rund erneuert und können sie endlich in einer Form präsentieren, die ihrem Inhalt auch angemessen ist. Und was man mit unseren neuen User-Configurable Benchmarks alles machen kann, das zeigen wir euch jetzt. Früher hatten wir unsere Benchmarks als einfaches Bild aus dem Excel importiert und hochgeladen. Sie konnten allenfalls zwischen verschiedenen Tabs, wie sie es hier immer noch gibt, wechseln. Aber ansonsten war es ein reiner Anschau-Benchmark. Die neuen dynamischen Benchmark, im Marketing-Sprech User-Configurable genannt, erlauben durchaus Interaktionen von ihnen und erfordern diese zum Teil auch. Denn nicht immer sind die kompletten Benchmark-Inhalte direkt sichtbar. Das geschieht durchaus mit Absicht, denn wie Sie hier sehen auf unserem Full-HD-Monitor, passen 10 Produkte mit einem Balken bequem in den Viewport. Wenn wir jedoch alle Produkte einblenden, dann sieht man den Kopf des Benchmarks nicht mehr, weiß eventuell nicht mehr, welches Spiel oder welches Setting man gerade ausgewählt hat und ist ein wenig verloren im Wust der Balken. Als kleines Beispiel wollen wir jetzt mal alles einblenden, was in diesem Benchmark überhaupt sichtbar ist. Da haben wir zum einen das sogenannte Dropdown Benchmarks. Da können Sie über einen Klick auf die Bezeichnung den Indexwert austauschen. Der alte Index, also der Gesamtindex, wird dann ausgeblendet und wir wechseln jetzt zum reinen Gaming-Index. Es geht auch mit Applications, also Anwendungen. Und wenn Sie hier vorne in die Checkbox direkt klicken, werden die Benchmarks hinzugefügt. Sie können die Einstellung auch zurücksetzen. Zwar so, wie der Redakteur das beim Erstellen des Artikels festgelegt hat, also 10 Produkte und den Gesamtindex. Hier ist ein Produkt hervorgehoben, in diesem Fall der schnellste Spieleprozessor. Das können wir uns mal angucken, wenn wir uns nur den Gaming-Index angucken. Sehen wir, der ist auf 100%. Wir können das auch sortieren. Aufsteigend, beim nochmaligen Klick absteigend. Wenn einzelne Produkte Sie hier nicht interessieren, können Sie die mit einem Klick aufs X einfach entfernen. Wenn Ihnen hingegen ein Produkt fehlt, können Sie hier im Produkt ein Ausblenden-Dropdown nachsehen, ob das eventuell im Benchmark vorhanden, aber ausgeblendet ist. Als Beispiel suchen wir uns jetzt mal den FX6350 aus. Der ist jetzt durchgestrichen, das bedeutet, er ist nicht eingeblendet. Ein Klick darauf fügt ihn hinzu und immer an der Stelle, an der auch einsortiert gehört. Mit einem Mouseover können Sie den jeweiligen Balken als 100% definieren und sehen dann die Relation der anderen Balken dazu. Sie können auch in den zweiten Tab, es könnte auch noch mehrere geben, wechseln. Hier haben wir das Preis-Leistungs-Verhältnis, auf Englisch Price-Performance-Ratio, angegeben. Da führt wenig überraschend ein AMD-Prozessor. Und hier können Sie natürlich auch zusätzliche Prozessoren einblenden. Intel-Prozessoren schneiden in diesem Vergleich nicht so gut ab. Und die Sortierung lässt sich natürlich weiterhin anpassen. Wir schauen uns jetzt mal einen anderen Artikel an, wo wir die Benchmarks schon eingebaut haben. Und zwar ist das ein klassischer Spiele-Benchmark. Da haben wir auch Minimum-FPS, die natürlich immer zu den jeweiligen Durchschnitts-FPS gehören. Das wird hier unten in der Legende auch erklärt. Hier haben wir zum Beispiel den Vergleich Dragon Age Inquisition Mental vs. DirectX. Sehen hier standardmäßig eingeblendet die Mental-FPS und können jetzt die DirectX-FPS hinzufügen, indem wir auf die Checkbox hier vorne klicken. Da sieht man dann sehr schön, dass Mental einen ziemlich starken Geschwindigkeitssprung bringt. Und wenn man hier auf den DirectX-Wert klickt, beziehungsweise ein Mouseover hält, dann sieht man im Mantle-Balken auch genau, wie viel das jeweils ist. Also in diesem Fall beim Core i7-497K auf 3 GHz 25%, bei einer langsameren CPU wie dem Phenom 2X449 sind es 45%. Auch hier können wir wieder zusätzliches Produkt einblenden. In diesem Fall ist es nur eins, und zwar ein übertakteter 497K. Das ist vielleicht nicht für alle interessant, deswegen haben wir ihn von Anfang an mal rausgenommen. Aber den kann man einfach dazu klicken, wenn es interessiert.
Und wenn nicht, kann er auch wieder verschwinden. Ja, wir hoffen, dass die neuen Benchmarks ein bisschen auf Gefallen stoßen. Wir haben jedenfalls lange dran gearbeitet und uns auch viel Gedanken gemacht. Wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen. Ein paar Features sind noch in der Pipeline, um es mal im Marketing-Sprech zu sagen. Also wir arbeiten noch weiter dran. Das ist noch nicht die Finalversion. Aber wir denken, das ist schon mal gut genug, um sie präsentieren zu können. Wenn Sie Anmerkungen, Anregungen, Wünsche haben, teilen Sie uns das einfach im Kommentarbereich unter dem Video mit. Und wir lesen das auch und was wir umsetzen können und wir für sinnvoll halten, das werden wir bestimmt auch irgendwann umsetzen.